So, dann wollen wir mal den Feingang überlegen. Da sollten uns unsere Teleportierfähigkeiten doch auch wieder sehr zu Hilfe kommen. Woran konnten. Liegt hier irgendwo ein Norn? Ach, da. Oh, noch so ein böser Norn. Na, dann müssen wir ja ganz am Ende ja auch noch kämpfen. Tja, ich würde mal behaupten, dass alles, was hier so weiß ist, eine Falle ist. Ja. So. Hier kann man bestimmt immer ganz gemütlich springen. Grabräuber. Im Gegensatz zu Grabforschern. Wir sind die Guten, die sind die Bösen. Schnappt sie euch. Gut. Klare Aufgabenverteilung. Oh, ich gehe mal lieber hier zu meinem illusionären Beschützer. Und dann lasse ich. Oh, was zur Hölle? Sollten wir aber trotzdem schaffen, weil wir ja gleich wieder stehen. So. In jedem Part einmal zu Boden geschlagen werden. Ist doch super! Besiegt die Grabräuber. Scheinen noch nicht alle gewesen zu sein. Be prepared. So, teleportieren brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Was nehmen wir denn mal? Trügerischer Zauberer. Hört sich gut an. Nehmen wir den Verteidiger, leben wir länger. Ach ja, genau. Und da unten war das eigentlich der Abschluss dann des Jumping Puzzles. So, mal gucken, wie viele. Einmal durch den brennenden Reifen. Was ist denn so schlimm daran? Jo. Okay, die haben beide Namen. Nehmen wir den zuerst. Huhuhu, die sind ja auch. Ach nein, er ist auch noch unverwundbar, der Scheißtyp. Das ist ja blöd. Ich fühle unglaubliche Stärke durch meine Adern fließen. Gelobt also sei Jorma! Gelobt sei Jorma! Hurra! Außer Reichweite? Nicht so cool. Ja, ich bleib doch einfach hier stehen. Das läuft doch. Da mache ich doch nun aus meinem Herzen keine Mördergrube hier. Ach so, er regeneriert dann aber. Das ist nicht so cool. So, wirf mal ein bisschen mit deiner Axt. Das wäre jetzt super cool. So, noch ein bisschen Verwirrung drauf. Das wäre jetzt auch richtig gut. Bitte, das läuft doch schon ein bisschen besser. Das heißt aber, sein Chef ist geflohen. Dann müssen wir uns ja. Sollen wir ja gleich trotzdem hinterherhetzen. Stig Frostbart? Ich habe von ihm gehört. Er ist ein Sohn Svanias. Das sind Drachenkultisten. Und Stig ist ein Fiesling. Wissenschaftliche Wenn er das Sprache. Schwert hat, wird es Ärger geben. Habt ihr gesehen, was geschah, als die Klinge seinen Freund berührte? Der Norn wurde zum Monster. Ja, sah für mich nach Drachenverderbnis aus. Schätze, die blutige Klinge besteht wirklich aus Drachenblut. Gix hatte recht. Schlechte Neuigkeiten, auch für uns. Das Schwert verdirbt jeden, der es zu lange bei sich hat. Bevor wir es für die Abtei Dormant erobern, sollten wir einen Weg finden, uns vor der Verderbnis zu schützen. Was ist mit der Scheide des Schwerts?
Die Zwerge haben sie sicher so stark gemacht, dass sie die Wirkung des Schwerts eindämmt. Stimmt. Aber wie finden wir die Scheide? Könnte einfacher sein, selbst etwas herzustellen, mit dem Wissen der Abtei. Denkt mal darüber nach und lasst mich wissen, wie ihr entschieden habt. Tja, schätze, es wird beides funktionieren. Steht denn hier wenigstens die Kiste noch rum? Nee, natürlich nicht. Schade. Ich kann euch viel lehren. So, ein Streich dieses Schwerts hat Raff Havram in ein Monster verwandelt. Selbst wenn wir dieses Schwert in unseren Besitz bringen, können wir es nicht wie einen Ast mit uns herumtragen. So. Was sollen wir denn jetzt machen? So wie ich das sehe, können wir entweder nach dem Zwergenrelikt suchen, das wir benutzen können, oder selbst eins machen. Wie aufregend. Ich überlasse euch die Entscheidung. Zwerge müssen daraus eine Scheide für ihr Schwert. Achso, müssen daraus eine Scheide für das Schwert gemacht haben. Wenn wir es finden, sollte es uns schützen. Vielleicht finden wir etwas in den Tresoren der Abtei, das uns nutzen könnte, um einen eigenen Behälter zu bauen. Ich glaube, ich nehme mal das hier unten. Denn eigentlich, das ist ja wie nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Da sollte man zuerst selber suchen. Versuchen, was zu basteln, ehe man dann danach sucht. Wunderbar. Böses Blut. Oh, unser erster Rückenschutz. Da haben wir doch irgendwie was Besseres. Bereit für mehr. Sehr schön, sehr schön. Das war ja wieder mal sehr, sehr ätzend. Und ich muss auch sagen, ich habe ziemlich gefailt. Aber es war ja schon ein paar davor. So. Mal sehen, was für Komplikationen es denn in der Abtei gibt. Eiswürmer buddeln sich von unten durch. Oder was weiß ich. So, schafft einen neuen Sicherheitsbehälter, trefft Ziran am Eingang zum Tor des Schnitters. Das ist doch hier vorne irgendwo. Da. Ja, okay, von mir aus. Kommen wir denn... Ja, von hier. Sie hat offensichtlich schon gesucht. Wunderbar, das erspart uns einen Trip zur Abtei. Immerhin. Und es spart ein bisschen Silber. Denn Silber ist sehr wichtig. Dieses ganze Teleportieren verbraucht sehr viel Silber, ohne dass man es merkt. So... Auch hier überall ist die Abtei Domant vertreten. Hervorragend. Wir mit unserem Forscherbetrank laufen wir durch das Gebirge. Unsere unauffällige weiße Robe schützt uns vor zufälliger Entdeckung. Wären da nicht die goldabgesetzten Bordüren und die roten Schwingen, die sich von ihrem Hintern majestätisch bis auf ihre Waden ausbreiten. So, gut, lassen wir das mal. Todesschnitters müsste, glaube ich, da hochgehen, wenn ich mich recht entsinne. Wunderbar. Das lassen wir hier alles links liegen. Und rennen mal durch die wunderschön designte Welt. Und auch dieses hier sieht doch schon wieder sehr zwergisch aus. Zumindest der Eingang sieht genauso aus. Und da geht's ja dann auch schon weiter. Hopp hinein in die Instanz. Gerade noch zur rechten Zeit. So, da hinten steht sie schon wieder. Wie auch immer sie es hier hängen, also sie hat sich wahrscheinlich geluftelementart hierher. Seid gegrüßt. Sei auch gegrüßt. Ganz schön gruselig. Was wollten wir gleich hier? Diese Statue des Grand verströmt Magie. Was anderes ist mir nicht eingefallen als Gegenmittel zur Macht der blutigen Klinge. Wir nehmen ein paar Fragmente der Statue mit. Wenn wir die in ein Behältnis einbauen könnten... müsste man das Schwert neutralisieren können. Also erst die Fragmente, dann rasch zur Abtei ein Behältnis herstellen. Bereit? Ja klar, das geht doch bestimmt gut. Es ist doch nur ein gruseliger Tunnel, der einstürzt. Ja, das ist lustig. So, da hinten schon wieder alles voll von Untoten bzw. Schatten. Kloppen wir uns erstmal einen Weg hindurch. Ach, ich wollte meinen Elite-Skill noch ändern, fällt mir gerade wieder ein.
Habe ich jetzt auch noch die Raupe sauer gemacht? Es sieht danach aus. Womit man es hier auch immer alles zu tun hat. Wenigstens hatte sie einen kleinen Giftbeutel dabei. So, was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal die Hunde. Die waren, glaube ich, gar nicht so schlecht für... für PvE. Das ist erstaunlich. Ich frage mich, wozu er diente. Keiner greift uns an? Sehr schön. So, dann sammeln wir mal ein paar Spine ein. Genau, was wir brauchen. Eine riesige Grand-Statue. Wartet, für einen unglaublich gruseligen verborgenen Pfad mit einer großen Totengott-Statue? War das ganz angenehm? Ja. So, ich habe, was wir brauchen. Los, gehen wir. Wird, das war schon? Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Ach so, ah, eskortiert, Dingsbums zurück durch das Tal. Ah ja, 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 man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Balthasar, gebe mir Kraft. Und jetzt weiß ich auch warum. So. Hauen wir alles um hier. Hunde Balthasars for the win. Warum gab es eigentlich nicht Cooles von Cormia? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Sehr gut. Jetzt muss ich leider lange 206 Sekunden auf die blöden Hunde wieder warten. Naja, es muss auch ohne gehen. Sechs Augen in der Dunkelheit. Fast wie eine Spinne. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, wunderbar. Es hilft aber, glaube ich, nichts, einfach nur durchzurennen, oder? Nee, die muss ja mitkommen. Und die teleportiert sich jetzt natürlich wieder nicht. So. Etwa 3 Minuten haben wir noch Zeit dafür. Erzähl mir doch nicht, dass hier nicht gleich noch alles auf dem Boden auftaucht. Die Raupen sich in fiese Dämonen verwandeln. Man muss aber vom Schlimmsten ausgehen und der Tunnel einstürzt. Nö. Ja, sehr schön. Very good. In der Abtei Dormant geht's weiter. Sie ist nicht mehr da. Ey, das war ja echt mal billig. Teleportiere ich mich doch mal wieder. Gut, dann laufen wir jetzt noch, beziehungsweise teleportieren und laufen wir noch zur Abtei Dormant. Und ob die Schwertscheide dann funktionsfähig ist. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Der arme kleine Novize, der hier jeden Morgen diese Feuerschalen anzündet oder anzünden muss, der wird mir leid tun. Und der Wachhund hier ist auch akut suizidgefährdet. So wie er da steht. Oh, Geschwindigkeit. Achso, und hier geht's weiter. Na gut, betreten wir noch die Instanz. Eindämmung. Es geht diese malerische Treppe hinauf. Und ja, da sprechen wir dann mit der Magistra Siran, die jetzt auch keinen Apostroph mehr über dem A hat. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!